Gute Laune trotz Baustelle und Regen. An der Grundschule an der Burgweide in Hamburg haben 300 Schülerinnen und Schüler ein zweites Zuhause gefunden. Die Schule ist seit 2 Jahren Ganztagsschule. In der neu gestalteten Mittagsfreizeit lesen hier Eltern muttersprachlich in der multilingualen Bibliothek vor oder helfen sich gegenseitig in der Elternberatung. Ein besonderes Anliegen der Kinderkonferenz war außerdem ein gemeinsames Essen verschiedener Jahrgangsstufen und mehr Freizeitangebote. Wir haben ja früher in der Pausenhalle gegessen. Da hat es uns nicht so gefallen, weil wir mit 4b und so gespielt haben. Wir wollten auch mit 1. und 2. Klasse essen und das jetzt möglich. Natürlich, die räumliche Situation ist bei uns im Moment, wie Sie sehen, ja relativ katastrophal. Aber im Grunde genommen sind wir immer allen guten Willens und die Kinderkonferenz gibt es schon seit ganz vielen Jahren. Und insofern ist die Beteiligung eigentlich immer groß gewesen. Trotz Baulärm gute Stimmung in der Mittagsfreizeit. Und die Beteiligung durch die Kinderkonferenz kommt bei den Schülern richtig gut an. Sehr gut, weil die Kinder es entscheiden dürfen.